Zahlreiche Forkfans pilgerten am vergangenen Samstag ins Malzhaus nach Plauen. Der Forkherbst fand mit der Verleihung des goldenen Eversteiners seinen vorläufigen Höhepunkt. Nach der Laudatio von Jurymitglied Peter vom Hagen konnte Ferhos Mustafov die begehrte Trophäe für das Jahr 1995 aus den Händen von Plauens Oberbürgermeister Dr. Rolf Magerkort, der auch Schirmherr dieser Veranstaltung ist, entgegennehmen. Die Band konnte 1995 aus terminischen Gründen ihren Preis nicht persönlich in Empfang nehmen. Das Jahr 96 konnte eine Band aus Schweden überzeugen. Garmana konnte den goldenen Eversteiner mit nach Skandinavien nehmen. Sowohl Ferhos Mustafov als auch Garmana zeigten nach der Preisverleihung nochmals ihr Können und spielten vor vollem Haus noch bis Mitternacht.